Hallo, Ritter des Steins und willkommen zu einer neuen Folge und heute zu einer Folge wieder am Computer in Start.io. Denn ich hatte es letztes Mal ja schon angesprochen, dass wir heute hier vorne diese Mauer bauen wollen mit dem Tor, damit wir das auch endlich hier mal dann abgeschlossen haben, dass wir das zubekommen. Und das ist ja der Plan für heute. Ich werde das natürlich in den Etappen machen. Und ich würde sagen, starten wir doch einfach gleich mal. Wenn wir natürlich mit einem neuen Bereich starten, schauen wir uns erst nochmal diese Rekonstruktionszeichnung an. Wir sehen also hier, wir möchten jetzt heute dieses Tor bauen. Diese Mauer ist also höher wie dieses Dach. Sie hat hier drüben auch wieder einen Anschluss an den Wehrgang. Also es gibt hier einen Wehrgang. Und wir haben hier einen Turm, der auch etwas höher liegt. Und auch ein größeres Dach. Das sind also jetzt mal die Prämissen, die wir haben. Eine weitere Prämisse, die wir haben, ist, das zeige ich euch später. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal hier diese Grundstruktur, indem ich einfach mal diese Mauern mit dem Turm hochziehe, würde ich sagen. So, das geht jetzt sehr schnell. Bei den Mauern mache ich es ja oftmals auch so, dass ich einfach Copy-Paste mache aus schon Mauern, die ich schon gebaut habe, weil es fällt ja eh nicht auf, brauche ich ja mir nicht immer alles neu zusammenklicken. Das heißt, ich kopiere das einfach und füge das da dann wieder ein. Muss dann natürlich nur die Übergänge machen, aber ansonsten ist so reines Mauernbauen geht eigentlich recht schnell. Ich habe jetzt hier auch wieder, auch wenn es natürlich etwas heraussticht, eben diese Bögen hier genommen. Wobei man hier sagen muss, das hier ist natürlich der vordere Teil, also hier geht es dann rein und hier geht es dann wieder hoch. Hier kommt natürlich dann noch der ganze Vorbau davor. Das heißt, man sieht von den Bögen eigentlich gar nicht so viel. Und auf der Innenseite, wenn das Tor zu ist, sieht man ja auch nicht so viel. Also das Tor habe ich jetzt hier auch schon mal wieder gebaut. Das sieht, glaube ich, ein klein bisschen anders aus wie das andere. Wenn man das jetzt hier mal wegmacht, dann sieht man natürlich wieder die ganzen Bögen. Aber wenn es zu ist, geht es eigentlich. Ich habe noch keine andere Lösung gefunden. Ihr wisst nicht, wie ich es anders machen sollte. Von daher bleibt das jetzt erstmal so. Ich habe jetzt auch mich dazu auch entschieden, dass ich jetzt hier so einen kleinen Versatz reinmache, wie es bei meiner Burg, bei meiner alten Burg auch schon hatte. Dass es hier einfach so ein bisschen vorgeht und das ist historisch sogar auch so. Ich suche jetzt einfach nochmal das Bild raus. Das ist nämlich genau die Ecke, die wir uns da jetzt auch angeschaut haben. Wir sehen also, dass wir hier auch so einen kleinen Versatz haben. Der wirkt natürlich längst nicht so groß wie jetzt bei mir. Also ich kann da jetzt halt nur mit so einer Noppe arbeiten. Deswegen, aber zumindest es ist da. In der Realität ist da auch so ein Versatz und den habe ich jetzt natürlich jetzt halt auch umgesetzt. Dann das nächste. Bleiben wir nämlich mal hier unten. Wir haben hier unten noch etwas, was mir ziemlich viel Kopfzerbrechen bereitet hat. Ich habe hier nämlich so einen kleinen Sehschlitz noch. Der hat mir Probleme insoweit bereitet, weil hier ja dann nochmal Mauer kommt für den Vorbau und hier innen drin kommen ja dann auch schon die Felsen. Das heißt, hier ist eigentlich sehr, sehr wenig Platz und das Ding sieht hier auch, habe mich jetzt hier ein bisschen verkünstelt, sieht sehr, sehr komisch aus. Aber wenn wir uns auch nochmal das Foto anschauen, wir sehen halt auch hier natürlich dieser ganze Dreck, dieser, was da alles liegt, das kann natürlich alles neu sein, aber das ist schon hier alles auch so tief reinversetzt. Ich weiß nicht, wie es historisch aussah, oder ob das jetzt halt einfach hier irgendwas zur Sicherung gemacht wurde, zur, ja, Stabilisierung. Deswegen habe ich mich jetzt einfach mal so ungefähr an dem orientiert und das halt so ungefähr, ja, gebaut. Man sieht hier, man kann ja eigentlich wirklich kaum stehen und was man halt auch nicht wirklich sieht. Ich überlege gerade mal, habe ich irgendwo noch ein Foto von außen? So, hier ist jetzt nochmal das Foto von außen. Das sehen wir auch hier. Also dieser Schlitz. Und dann kommt hier relativ wenig Mauer und da muss ja dann dieser komplette Vorbau noch dran. Hier sehen wir auch nochmal den Versatz. Und man sieht halt heute auch, hier geht es ja auch schon steil runter. Früher müsste das ja wahrscheinlich eher auch flach gewesen sein, gehe ich mal von aus. Und dann der Burggraben ist ja heute alles zugeschüttet. Ist natürlich dann sehr schwer, das heute dann alles umzusetzen. Aber wirklich Kopfzerbrechen hat mir bereitet, weil hier noch der Vorbau hinkommt, hier eigentlich sehr wenig Platz ist für diesen Schlitz. Deswegen habe das jetzt halt einfach mal so gemacht. Der Schlitz, die Mauer, die werde ich hier zwei Noppen breit machen. Das heißt, eine Noppe ist hier Abstand zu diesem Schlitz. Sehr viel Gedanken über so ein kleines Ding, muss ich sagen.
Gut, was wir hier jetzt auch noch sehen, hier ist auch noch der Abschluss dann zu der Mauer, die er hier reinführt. Wir haben hier oben wieder wie immer den Wehrgang. Und der führt jetzt dann halt eben auch in diesen Turm hier rein. Hier geht es also mit der Treppe hoch. Das heißt, muss ich, ach genau, was man jetzt sagen wollte. Dadurch sehen wir jetzt auch hier, dieses Dach endet natürlich deutlich unterhalb von dieser Mauer, weil wir haben ja auch auf der Rekonstruktion gesehen, dass da ein gewisser Abstand war. Was mir jetzt auch noch nicht so ganz gefällt, ist natürlich hier, dass das jetzt hier so rausfällt, weil hier ist alles so klein klein und hier ist es halt wieder groß und flach. Aber das wusste ich jetzt auch nicht, wie ich das anders hätte machen sollen. Ich könnte natürlich hier mit lauter Cheese-Slops und sonst was arbeiten, dann passt wieder mit den Ecken nicht und sonst was. Ja, deswegen habe ich gedacht, hier muss ich wohl einen Kompromiss eingehen. Wie ihr auch sehen könnt, ich habe hier auch schon wieder den Dachaufbau vorbereitet. Bevor wir aber den Dachaufbau machen, jetzt erst nochmal hier sehen wir jetzt, wie ich noch den Wehrgang dazu gemacht habe. Also der ist jetzt auch wie immer. Nach vorne natürlich wieder mit diesem Überhang. Und nach innen habe ich diesmal auch wieder einen gemacht, der zu ist, weil natürlich, falls die Angreifer das Tor einnehmen, durchkommen, sollte hier oben natürlich auch ein Schutz sein, wenn man da runterschießen möchte. Ich habe mich auch dafür entschieden, eben den nicht aus Stein zu machen, weil, wenn ich mir das hier wieder anschaue, für mich sieht das auch eher nach Holz aus. Also einfach Holzwehrgang, deswegen habe ich den halt auch so wieder umgesetzt. Aber jetzt machen wir noch eben das Dach. Hier habe ich auch zwei Alternativen für das Dach. Ja, ich weiß, es ist kein Holzaufbau, aber wie gesagt, das werde ich ja immer am Schluss dann mal noch testen können, wenn ich viel mehr von der Burg habe. Ihr habt es jetzt gesehen, ich kann das ja hier jetzt einfach wegnehmen. Das ist dann modular. Das heißt, ich kann dann auch relativ problemlos da einfach mal zum Testen wieder einen Holzaufbau reinmachen. Und wie wir jetzt halt auch sehen, ich habe jetzt hier zwei verschiedene Dächer. Ich habe zum einen halt hier mit 2x2 Slopes gemacht und hier halt mit 2x3 Slopes, beziehungsweise 3x3 Ecken. Das Dach sollte halt schon recht hoch sein, wenn ich mir auch den Plan nochmal anschaue. Das ist schon relativ hoch und steil und spitz. Es hat natürlich unten nicht diesen Versatz drin. Den habe ich jetzt mir halt einfach mal dazu gedichtet, weil ich fand sonst, wenn ich das einfach so komplett da drauf gesetzt habe, sah es halt einfach irgendwie komisch aus. Hat mir nicht ganz so gefallen, habe gedacht, so ein kleiner Versatz ist okay. Der größere Versatz, hat aber auch den Nachteil, dass die, gerade diese Ecken hier, die sind halt ziemlich teuer. Ich glaube 3 Euro oder sowas pro Stück. Gibt es kaum. Deswegen könnt mir ja gern mal schreiben, ja, welche Variante ihr denn besser findet oder doch den Holzaufbau sehen wollt. Und ich würde jetzt sagen, ich fange jetzt an. Na, ich fange jetzt nicht an, ich mache jetzt den hier mal weg. Und dann schauen wir uns nochmal, wie es eingebaut aussieht an. Und so, da haben wir nun das eingebaute Tor. Also, wir sehen hier, dieses Dach endet hier deutlich weiter unten. Wir haben diesen überragenden Wehrgang, von dem man wieder hier wunderbar runterschießen kann. Wir sehen auch, das hier ist so ein bisschen schon angepasst. Da geht es natürlich dann weiter mit der nächsten Mauer. Das wird eine ziemlich lange Mauer. Aber so weit sind wir jetzt heute ja noch nicht. Das heißt, jetzt erstmal nur dieser Eindruck. So schön vielen Lila. Also, wenn ich jetzt hier so wild rumsause, bevor ich mich jetzt hier noch verspiele, sagt mir einfach, wie ihr denn das jetzt findet, ob euch das gefällt, ob euch das so vorstellen könnt. Ich glaube, es besonders gut wirken wird es dann erst natürlich, wenn der das Torhaus noch vorne dran ist. Also, gehabt euch wohl, edle Ritter des Steins. Bis zum nächsten Mal.